Der nun folgende Versuch wurde unter feuertechnischer Aufsicht durchgeführt und sollte unter keinen Umständen nachgemacht werden. Jedes Feuer braucht zum Brennen Sauerstoff. Das haben Sie vermutlich schon in den Aha-Erlebnissen 1 aus der Physik gelernt. Demnach wissen Sie auch, dass eine effektive Methode, ein Feuer zu löschen, darin besteht, dem Feuer Sauerstoff zu entziehen, es also zu ersticken. Was aber passiert, wenn Sie einem Feuer Sauerstoff in flüssiger Form hinzufügen, sehen Sie in dem folgenden Experiment, das Sie, wie gesagt, auf keinen Fall nachmachen sollten. Jetzt machen wir Sprengbaumwolle. Jetzt haben wir Watte, normale Baumwolle, Watte aus der Apotheke Ihres Vertrauens. Und die tränken wir mit flüssigem Sauerstoff. Und dann fackeln wir es ab. Zwei Männer an die Feuerlöscher, bitte. Achtung, weg, aufpassen. Achtung. Bei der Einführung der beiden Kryogene, flüssiger Stickstoff und flüssiger Sauerstoff, haben Sie bereits gelernt, dass flüssiger Sauerstoff als Oxidationsmittel in der Raketentechnik verwendet wird, also als brandförderndes Antriebsmittel. Im gezeigten Experiment konnten Sie jetzt sehen, wie reaktionsfreudig flüssiger Sauerstoff ist. Die gesamte Explosion inklusive der Verbrennung der Baumwolle hat nur wenige Hundertstel Sekunden gedauert. Auch im zweiten Experiment mit flüssigem Sauerstoff werden Sie sehen, wie brandfördernd dieser wirkt. Prinzipiell wissen Sie ja über massiven Stahl, dass dieser unter ausreichender Hitzezufuhr zwar glühen kann und im glühenden Zustand leichter weiterverarbeitet werden kann, jedoch nicht brennt. Anders verhält es sich bei Stahlwolle, wie Sie im folgenden Experiment sehen werden. So, jetzt kommt die brennende Stahlwolle. Dazu brauchen wir einmal ein Gefäß, das schaut gut aus. Dann brauchen wir eine Stahlwolle. Nehmen wir die da. Passt. Und dann brauchen wir hier dies. Und jetzt kommt das Ingredienz dazu. Jetzt kommt flüssiger Sauerstoff. Flüssiger Sauerstoff hier. Flüssiger Sauerstoff ist eine bläuliche Flüssigkeit. Seht ihr, dass das bläulich ist? Ja? Bläulich und minus 183 Grad. Brennt selbst nicht, aber ist brandfördernd. Also Stahl brennt ja nicht, ja? Aber Stahlwolle brennt. Und wenn man Stahlwolle zwei Mann mit Feuerlöscher. Kannst du mir mit dem Feuerzeug da hier anzünden, die Stahlwolle bitte? Feuerlöscher bereit? Kameras bereit? Ja, bereit. Feuerlöscher bereit? Okay. So. Klicken und brennen lassen. Ja, passt schon. Brennt. Achtung. Glüht. Schmelzend. Achtung. Das Brandverhalten beim Entzünden von Stahl ist also ähnlich wie bei einem Holzscheit. Ein Holzscheit ist mit einem Zündholz kaum zu entfachen. Holzwolle oder Sägespäne dagegen sind sehr leicht entflammbar. Analog dazu also das Verhalten bei Stahl. Während massiver Stahl nicht brennen kann, ist Stahlwolle, wie gesehen, leicht entflammbar.